Mariupol ist weiter von russischen Truppen belagert. Ukrainischen Angaben zufolge wurde die angebotene Fluchtroute beschossen. Am Vormittag diese Bilder. Menschen werden aus Sumy herausgebracht. Die ukrainischen Behörden bestätigen die erste mit Russland abgestimmte Evakuierung von Zivilisten aus umkämpften Städten. Vorherige Versuche waren gescheitert. Auch den Menschen im hart umkämpften Mariupol kann die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin jetzt etwas Hoffnung machen. Es ist ein humanitärer Konvoi nach Mariupol unterwegs, mit 8 Lkw und 30 Bussen, die auf dem Rückweg Menschen mitnehmen können.